Der erste Player of the Month steht fest. Kommt er nächste Woche? Kommt er übernächste Woche? Völlig egal. Wir hoffen, dass er kommt. Meine Investition, eure Investition. Jetzt investieren. Ihr seid dran. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe natürlich, manche schauen das Video wieder mal beim Cornflakes essen, ihr kennt das ganze Prinzip. 6 Uhr morgens, das heißt, es ist mal wieder Zeit für ein Investitionsguide. Ja, ich habe ja schon mal was angedeutet, ein Video kam ja schon mal dazu, zum Player of the Month, wie kann man am besten investieren. Ich habe euch heute insgesamt 4 Teams festgestellt, denn Player of the Month vom Monat August wurde definitiv schon bekannt gegeben. Und er wurde auch letztes Jahr wie Sterling, oder Sterling wurde letztes Jahr direkt Anfang Oktober eben ja preisgegeben als SBC in FIFA 17. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass auch in FIFA 18 Mané kommt. Und ich möchte euch 4 Teams zeigen. Doch bevor wir das machen, gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr weitere Investitionstipps zu den nächsten Player of the Month sehen wollt. Des Weiteren, was nicht zu vergessen ist, falls ihr noch FIFA Points braucht, denn am Freitag geht es ja richtig los. Für alle, ja, für alle geht's los. Braucht ihr noch FIFA Points? PSN-Karten, Microsoft-Karten, schaut unten in der Videobeschreibung nach, bei meinem Sponsor MMOGR gibt es einen fetten Rabatt von meinem Code SMAXY. Jetzt starten wir aber rein, let's go. Wie ihr im Hintergrund seht, wir haben hier auf jeden Fall einmal Stream 1 aktiv, ja, liegt einfach daran, das ist mein erstes Starter-Team. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr das erste Team auf der Xbox sehen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und gebt definitiv ein Like, Infokarte oben auch abstimmen. Jetzt starten wir rein, Mané 1, 2, 3 und Nummer 4, wir starten rein mit Team Mané 1. Und wie ihr seht, ich habe es ja eigentlich schon mal angedeutet, und zwar gehen wir hier voll und ganz auf sein Verein von Mané, und zwar ist das der erste FC Liverpool oder nur FC Liverpool. Ihr seht schon, ganz einfaches Prinzip. Die meisten Taktiken bzw. die meisten Aufstellungen, die ich immer wähle, sind die 4-4-2, weil man weiß nie, was ihr jetzt wirklich wählen wird. Wir haben hier die 4-4-2-Formation gewählt und des Weiteren sind auf der Auswechselbank keine Spieler vertreten. Liegt einfach daran, dass ihr dann auch die Bewertung seht. Dazu sage ich aber noch was. Und zwar haben wir natürlich ein komplettes Premier League Team, und zwar nur vom FC Liverpool. Liegt einfach daran, dass man hier dort spielt und meistens, das auch letztes Jahr so war bei Sterling, dass man dann einfach mal seine Mannschaft braucht oder mal einen Teil seiner Mannschaft und so weiter und so fort. Deswegen habe ich hier ein 81 geratetes Team. Ich muss persönlich sagen, ich denke, es wird vielleicht sogar ein 82er Rating. Ich weiß bloß nicht, ob ich wirklich Salah in irgendeiner Art und Weise jetzt zum Beispiel reinhau, dann hier meinetwegen Oxlade drüber stelle. Aber da gibt es eben, ja, ich weiß eben nicht, wie man so richtig auf die 82er Bewertung kommt. Das muss man eben sehen. Vielleicht holt man sich noch zum Beispiel Lallana, der aber auch ein bisschen teurer ist. Mané könnte man vielleicht auch einlösen müssen, aber der kostet einfach 80.000, deswegen habe ich ihn noch nicht reingestellt. Aber so ungefähr sieht das Team aus. Karius, wir gehen mal auf die Preise ein. Und des Weiteren, wenn wir auf die Preise eingehen, können wir sehr, sehr gerne mal dann später gucken, wenn wir vielleicht den abschließen sollten. Falls wir ihn abschließen, können wir mal wieder gucken, für wie viel ich die verkauft habe. Denn, ganz, ganz wichtig, was ich gemacht habe, wenn ihr die Coins habt, ich habe alle 4 Teams, die ihr hier seht, habe ich einmal in meinem Verein und einmal komplett auf der Transferliste, um einfach doppelt investiert zu haben. Heißt sozusagen, ich müsste für Money überhaupt nichts bezahlen. Das ist so zumindest mein Hintergedanke, dass wir das dann wenigstens rauskriegen, was wir ausgegeben haben. Karius Erstbesitzer, 7.000 für Klein, Erstbesitzer Lovren, 4.3 für Matip, 800 für Milner, 700 für Markovic, 8.8 für Can, Erstbesitzer Henderson, kostet ungefähr 7.000 bis 8.000 Münzen, 2.500 für Oxlade-Chamberlain, 700 für Ings, 3.600 für Sturridge, ist so der Preis. Also ihr seht schon, dieses Team ungefähr, rechnen wir es hoch, ich glaube, hier können wir 1.000 rechnen, 8.000, 9.000, hier rechnen wir einfach mal auf 13.000, 14.000, wir haben 15.000, wir haben 24.000, wir haben 35.000, 37.500, 38.000 plus ihn, sind wir bei 42.000 Münzen, die wir ja ungefähr ausgegeben haben. Des Weiteren kommt natürlich Salah noch dazu, der 25.000 kostet und Mané 80.000, der wäre auch da, beide natürlich gezogen. Ja, könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken, nochmal im Best-of, was gestern Abend rausgekommen ist. Aber man kann so ungefähr rechnen, dieses Team kann man ungefähr mit 45.000 Münzen berechnen, was wir hier bezahlen. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn er wirklich rauskommen sollte. Zweites Team, was wir haben, wird Mané 2 sein. Und das ist, wie ihr seht, ein reines Senegal-Team. Komplett rein Senegal. Es gibt überhaupt keinen senegalesischen Torhüter, wenn man es so sagt. Aber es gibt andere Spieler, die sehr, sehr stark sind. Ihr seht schon auf der Bank Balde Diaw,
wäre eine Möglichkeit. Des Weiteren, die UC, ich habe ein paar Silberspieler noch gekauft, weil die auch gerne mal steigen werden. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger gibt es zum Beispiel nur Silberspieler, also auch die kosten relativ wenig jetzt noch. Wir gehen mal rein, was haben wir bezahlt. Insgesamt ein 75er Rating, könnt ihr natürlich auch ansteigen auf ein 77er Rating. Da weiß ich jetzt nicht, wenn wir zum Beispiel jetzt hier Balde reinstellen, da geht es ja auf ein 76er Rating hoch. Aber mal gucken, hier fehlt eben einfach der Torhüter, ja. Da fehlt er einfach, wir gucken mal rein, was haben wir bezahlt. 800, 1000, gehen wir insgesamt aus 1500, gehen wir auf 2500, 3500. Hier wären wir bei 5500, auch der 6500, 7500. Machen wir jetzt insgesamt 8000 draus, 9000, 10.500 Münzen, ja, für nichts, eigentlich für nichts. Und ich denke mal, auch solche Spieler werden sehr, sehr gerne mal nach oben schießen. Das kann sehr, sehr gut sein, liegt einfach daran, dass Senegal einfach eine Nation ist, die jetzt nicht so stark vertreten ist natürlich auf der Welt. Ich habe zum Beispiel auch jeden einzelnen Senegal-Spieler, der aus der Premier League ist, eingekauft, ganz wichtig, falls irgendwie die Anforderung kommt, dass man dazu eben welche braucht. Und dann werden zum Beispiel solche hier definitiv ein Stück weit steigen, auch Kouyaté ist eben sehr, sehr gefragt. Man könnte jetzt zum Beispiel noch Guinem oder Guiye, der von Everton, der 83er, kostet knapp 14.000, 15.000 Münzen, heißt sozusagen, dann hat man hat insgesamt sozusagen 25.000 Münzen eben ausgegeben, plus die 6.000 von Balde Diao, wenn man bei 31.000 Münzen. So sieht das Team aus, so habe ich investiert, guter Tipp von mir, macht's nach und versucht mit Gewinn rauszugehen. Das dritte Team, was ich euch vorstellen werde, ist ein komplett reines Premier League Team, und zwar mit einer 83er Gesamtbewertung, weil diese 83er Gesamtbewertung ist meiner Meinung nach so, dass der Cut gesetzt, wo man sagt, das ist noch akzeptabel für den Anfang zum Ausgeben, im Gegensatz zu einem 84er, weil dann kommen schon richtig dicke Fische, da muss man auch richtig zulangen. Und am Anfang, ihr wisst selber, wenn man nicht wirklich FIFA Points investiert, dann hat nicht jeder Geld und hat nicht die Möglichkeiten, eben sich Mané leisten zu können. Außer man ist ein richtig, richtig guter Trader. Deswegen habe ich hier ein Team zusammengestellt, was meiner Meinung nach sehr, sehr günstig ist. Wir gehen mal kurz rein, was haben wir bezahlt? 83er Gesamtbewertung, man kann natürlich auch verschiedene Positionen nach austauschen. Ich kann jetzt zum Beispiel einen 83er Innenverteidiger hinstellen, hier nur einen 82er ZM oder einen 83er ZM. Ich habe versucht, das Billigste rauszufinden. Vielleicht wäre hier statt Pedro noch Bernardo Silva möglich. Arnautovic müsste eigentlich, muss sein. Wir gehen rein, Begovic, 2500, Erstbesitzer Coleman kostet 3500 ungefähr, wären wir bei 6000. Mustafi ungefähr 4000, wären wir bei 8000, Williams kostet glaube 1000, sind 9000 Münzen. 10.000 Münzen, Baines, unfassbar gute Wertanlage meiner Meinung nach, 82er LV aus der Premier League. Weiter geht's mit Xhaka, wären wir bei 11.000, Gasola kostet ungefähr 3000 Münzen, sind wir bei 14, 5800, wären wir bei 20.000, 25.000 für Pedro, 1000 für Giroud. Kann man auch Slimani nehmen, wären wir bei 26.000, 28.000 für Arnautovic, und das sollte es schon sein. Ich meine, 28.000 für so ein Premier League Team sieht eigentlich auch ganz gut aus, kann man vielleicht sogar auch mal am Anfang spielen. Meiner Meinung nach eine gute Investition, kann man auf jeden Fall machen. Ich denke mal, damit fahrt ihr relativ gut und könnt das Team natürlich auch ein bisschen umstrukturieren, vielleicht noch einen 85er holen oder mehrere 83er, dass man irgendwie auf die 84 kommt. Das wird aber sehr, sehr schwierig werden. Wir gehen rein ins letzte Team. Und zwar gehen wir zu dem Team, wo ich gesagt habe, gegen die Clubs hat Mané gespielt und sogar getroffen. Er hat in allen drei Spielen im August gegen diese Mannschaften getroffen. Und zwar ist das einmal Arsenal, einmal Redford, einmal Crystal Palace. Ich habe hier versucht, die teuersten Spieler aus Redford und Crystal Palace zusammenzukaufen und das Weitere dann mit Arsenal-Spielern aufzufüllen. Man könnte natürlich auch Arsenal-Spieler öfters nehmen. Es kann auch sein, dass man nur ein, zwei Spieler zum Beispiel von Crystal Palace braucht, ein Spieler von Arsenal, zwei Spieler von Redford, dass man dann die 6 eben drumherum auflösen muss und dann den 82er Rating braucht. Hier haben wir mittlerweile ein 81er Rating, das geht auf jeden Fall klar. Wie gesagt, Mustafi habe ich jetzt insgesamt zweimal auch auf der Transferliste, weil ich ihn auch zweimal verwendet habe. Gehen wir mal rein, wir haben Karnezis, der kostet 1000 Münzen. Ja, 1000 Münzen, Erstbesitzer Debuchy, trotzdem, bleibt man bei 1000, sind wir bei 2000, Sakho 3000, Erstbesitzer Mustafi, habe ich schon gesagt, kostet 4000, sind wir bei 7000 Münzen. 5000 Münzen für Hollebas, Erstbesitzer, sind wir insgesamt bei 10.000 oder 11.000 Münzen, bei mit Gasola, Pereira nochmal 4.000, er kostet ein bisschen mehr, sagen wir mal 15.000, insgesamt Xhaka nochmal 1.000, da sind wir bei 16.000, 2.4 für Sahar, wären wir bei 18.5, 19.5 für Benteke und Townsend auch nochmal, ich denke so grob 20.000 kann man auf jeden Fall rechnen, heißt sozusagen, wir bezahlen insgesamt 100.000 Münzen als Investitionsanlage, habe nochmal 100.000 Münzen selber reingesteckt, also insgesamt 200.000 Münzen, um dann insgesamt zu sagen, ich bin extrem gut abgesichert, falls Mané kommen wird. Wird Mané nicht kommen,
Und zwar, dass in der nächsten Woche oder übernächsten Woche und schon eine neue Player of the Month feststeht, werde ich es versuchen, so schnell wie möglich zu investieren, für euch so schnell wie möglich das Video rauszuhauen. Denn es gibt einen ganz bestimmten Kandidaten, der definitiv meiner Meinung nach im September Player of the Month werden wird. Und wenn es er wird, dann wird es richtig heftig, dann wird es richtig teuer und dann müssen wir richtig zeitig investieren. Deswegen jetzt schon mal, wenn ihr darauf Bock habt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Das sollte es jetzt eigentlich von diesem Video sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch den Morgen damit versüßen lassen. Und dann würde ich sagen, immer smart und sexy bleiben. Hashtag Superchef gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Und kauft mein Merch. Kauft eh keiner. Völlig egal. Ich bin raus, euer Chris. Und